Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Alter. Und kaputt, Marco. Ich habe die Zitadelle nicht verlassen. Ich bin noch da. Ich habe gar nichts gemacht. Okay. Och nö. Oh nö. Übrigens sind die mittlerweile auch easy. Aber mein Nase juckt. Oha. Ich hab noch mal ein paar Arschstück, komm. Wir gehen noch ein letztes Mal durch die Zitadelle. Ja, ist gut. Ne? Müssen wir allen ins Gesicht ballern? Ah ja, das ist, denke ich mal, die Hauptkonsole. Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Ha. Leichter gesagt als getan. Huch. Ihr wolltet ihr nicht um mich hören, wollte ich mal sagen, ne? Scheiß drauf, einmal durch. Den Reaper juckt gar nichts. Das ist auch, denke ich mal, was man Zitadell-Turm nennt. Erstmal Kabel verlegen, ist ganz wichtig. Und erstmal Fahrstuhl fahren, das ist noch wichtiger. Rüstung an, wir gehen raus. Und kaputt gemacht. Und Sprung. Und Luke hat Harry Magnetstiefel. Ja, genau dahin müssen wir. Okay, dann gehen wir mal vorwärts. Ermüdet, das ist blöd. Soll das jetzt nicht müde sein? Das kann böse sein. Vor allen Dingen, wenn wir in so einem langen Gang sind. Wenn du auf mich näher reinzuschießen. Das geht übrigens so. Ich habe keine Granaten. Dann halt so. Hat die Stufe so aufgeschrieben. Brauchen wir Sniper an dem Punkt. Und weiter geht's. Einfach laufen. Okay, außerhalb der Citadel. Oh Gott. Schrei mich doch nicht hier. Und die Kacke da hinten war ein. Ich hab dich gesehen. Oh, das ist auch neu. Ah, dann Kroganer. Noch mehr? Zu neuer Stress? Nein? Okay, gut. Dann kann Harry weitergehen. Oh. Da suchen Leute Stress. Moin.
so. Weg mit dir. Okay, okay, okay. Halt. Der große Zeigefinger. So. Guten Tag, die Herren. Oh Gott. Hey. Oh, jetzt keine Schilde vor dir auf. Das ist jetzt nicht fair. Ich warte jetzt mal kurz, bis meine Schilde regeneriert sind. In der Zeit gucken wir den Zeigefinger zu. Okay. Genug geguckt. Oh Gott, oh Gott. Durchschnittliche Elektronik. Ja, kurz schließen. Erfolgreich. Und direkt weiter. Oh Gott. Alle Verteidigungstürme aktivieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, bringen wir in Sicherheit. Ja. Komm mal der ballern. Und weiter geht's. Ab zum großen Zeigefinger. Ah, nee, das ist der Mittelfinger. Oder? Ja, doch. Oh Gott, lade bitte. Jetzt mal in der Ecke verstecken und headgeatschen. Und nur hochklappen. Hey! Okay, erstmal wieder Schilde regenerieren. Baller dich ab. So haben wir jetzt nicht gewettet hier. Aber das ist jetzt unhöflich. Kann übrigens kurz warten. So. Oh Gott. Schaden? Nee, gut. Dann headglitch ich weiter. So. Und weiter geht's. Aber jetzt erstmal Sniper. Oh Gott. Komm raus. Oh Gott, wo geht's Krieg? Ich sehe niemanden. Ja? Ich gehe mal weiter nach vorne, komm. Let's go. Oh Gott, da. Einfach weiterlaufen. Oh Gott, hier seid ihr. So. Schilde regenerieren. Perfekt. Hallo? Das ist jetzt nicht nett. So. Und ruft da. Let's go. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass da unten jemand wartet. Hier scheint aber niemand zu sein. Den gehen wir mal rein. Komm.
Zugriff. Nehme ich rein in die Ladebildschirm. Alter, der Ort kommt mir bekannt vor. Nur diesmal mit Krieg. Entschuldigung. Kommt mir gerade die Gegend an. Ich bin neu auf das Zitadell. Ich kenne das hier alles noch nicht. Ich bin Turi. Ich bin im Offen. Ne, schrei mich nicht an. Ich bin nur ein Turi. Turi, der bewaffnet ist. Mit der fliegenden Waffe. Wo bin ich da? Jetzt mal kurz Schilde wieder regenerieren. Wenn ich irgendwo angeballert werde. Aber. Unhöflich. Kein Kontakt. Das ist gut. Dann können wir rein. Da gibt es Zugriff. Da sind wir. Ja, er ist nicht runtergesprungen, er kommt wieder hoch. Da ist er ja wieder. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig. Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? Nee. Hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Die können ja nicht aufhalten. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Warmeier überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Ah ja, okay. Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Warmeier musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Ja, da habe ich Harry auch recht. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Ja, nee, du bist indoktriniert. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ja, nee. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Nein, wir können Sie schlagen. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können Sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Doch, sie ich schon. Die Vision Harry. Gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Ja, nicht aufgeben. Einem Teil von Ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Ah, ja. Die Implantate. Die Sovereign ist zu stark. Ah, er kommt zur Besinnung. Es ist zu spät. Nein, nein, das ist nicht wahr. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Leben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Ah. Der Finalkampf einfach mal aus dem Weg gegangen. Und das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr über ein Abo und eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Video.